Leute, er hier hat wahrscheinlich ein bisschen mehr als die erlaubte Höchstmenge dabei. Kurz nach der Legalisierung released Skirt Cobain seinen neuen Song Ott nach Bayern und macht sich damit zum neuen Erzfeind von Markus Söder. Ja, wenn Cannabis reicht er nicht, sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth. Und irgendwie hat der Typ gerade einen viralen Hit nach dem anderen. Also nicht Markus Söder, sondern Skirt Cobain. Vor 2 Monaten erst den hier mit Mark Forster und Chiaku. Schwarzer Toyota, Gucci Polo rosa, sie will nur auf Raves, doch ich tanze nicht zu Goa. Warum Skirt Cobain eine Hassliebe zu TikTok hat, man bei ihm nie weiß, was als nächstes kommt und was Young Hoon damit zu tun hat, das seht ihr jetzt mit seinem ersten Interview ever. Er bringt das Ott nach Bayern, ich die Analysen zu euch. Deswegen liken, Abo da lassen, weiter geht's. If you don't respect it, then fuck you. Skirt Cobain hat einen ziemlich erfolgreichen, aber auch goofy TikTok-Grind. Musikalisch hat er auch schon den ein oder anderen Hit gelandet. Und er ist krass gut vernetzt. Und trotzdem ist der Typ für mich irgendwie immer noch ein Mysterium. Vermutlich auch, weil es bisher noch keine Interviews von ihm gab. Bis jetzt. Warum eigentlich? Ich bin ehrlich gesagt immer so ein bisschen manchmal schüchtern, was so Interviews angeht. Und ich wollte halt eigentlich, dass man, also mein erstes Interview sollte eigentlich was sein, was cool ist. Also ist ja, deswegen ist es halt jetzt so, weißt du, ist jetzt das erste Interview. Ich wollte halt was Nices machen, so als erstes Interview. Also, wer ist Skirt Cobain eigentlich? Meint er das alles ernst oder trollt er uns? Aber nochmal von vorne. Skirt Cobain kommt aus Wien, fängt so 2017, 18 mit dem Rappen und Produzieren an und lädt seine ersten Songs auf Soundcloud hoch. Hab erstmal wirklich 1,5 Jahre nur Beats gemacht. Hatte auch so meinen eigenen YouTube-Beat-Channel und so, hab die Beats da so hochgeladen, hab immer gehofft, dass jemand die pickt und so, aber niemals hat jemand diese Beats gepickt. Und hab dann so voll lange gespart und hab mir dann so ein Mikro gekauft mit meinem ganzen Taschengeld und so ging das halt dann los. Das ging damals alles noch in so eine Trap-Richtung. Klingt für mich schon sehr deutlich nach Early Young Hoon. Mit seinen Rapper-Besties N6O und Young U-Bahn, die ebenfalls aus Wien sind, kommt da noch so ein anderer Grind dazu. Zeit, 2022 wird dann Stickle auf ihn aufmerksam und signed ihn direkt für sein Label November 11. Mit Stickle war es so wie mit so einem, ja, so großer Bruder-Style so, oder halt so Homie-Style einfach so, auf den du gehst so rein, alles ist voll chillig und dann quatscht man auch erstmal, also man macht gar nicht erstmal Mucke oder so, sondern du redest einfach bla bla, dann geht man mal was trinken oder so und dann, ja, dann hat der Stickle mich zum Glück gesigned und so kam dann halt auch das ganze andere. Das Signing wirkt ein bisschen so wie der Startschuss, mit dem bei Skirt Cobain alles stückweise professioneller wird. Mit Stickle zusammen released er im März 2022 den Song Neue Whip. Whip ohne Verdeck, komm in dein Versteck. Ich war broke, kein ABC und mein Bro verkauf ich nie. Durch Stickle kommt dann auch der Kontakt zu Young Hoon zustande. Ich bin im Club auf Miese J.J.O. Kann nicht tanzen, Gott auf Blue. Die beiden verstehen sich anscheinend ganz gut und releasen den Song Elfbar. One thing about me, bitte verlieb dich nicht in mich. Baby, ich fühle mich wie ein Samurai, ich mach in dein Herz ein Stich. Elfbar war wahrscheinlich auch der Song, wegen dem ihn die meisten das erste Mal so richtig geahnt haben. Mit welchem Song habt ihr Skirt Cobain entdeckt? Schreibt's mir in die Kommentare. Seitdem weiß ich tatsächlich nie so richtig, was bei Skirt jetzt als nächstes kommt. Ein Liebessong mit Levin Liam Feature. Ja, ich bin immer da, wenn du mich brauchst. Deinetwegen bin ich hier, doch bin ich drauf. Hab ich nie aber verliebt, das hört nicht auf. Ja, und ich mag dich an. Afterwork Sound auf Dua Lipa angelehnt. Ein Kuss und ich bin raus. Ich bin, was du brauchst. Seh was, was du nicht siehst. Du hast mich nicht verdient. Und dann wieder einen hyper-poppigen Sped-Up Sound. Diese Abwechslung und die Songs an sich sind cool, verwirren mich aber auch ein bisschen, weil ich nicht so ganz checke, was jetzt eigentlich sein Sound ist. Ey, das ist eine geile Frage tatsächlich, weil irgendwie manchmal, ich weiß das sogar manchmal selber gar nicht so richtig, das ist halt so ein Ding, wenn ich so einen Vibe catche, dann und ich spüre so, ich habe da richtig Bock drauf und macht das jetzt gerade in dem Moment Spaß, dann mache ich das einfach. Den nächsten Vibe, den er Anfang 2024 gecatcht hat, schwarzer Toyota.
Mama, guck, Oma, da sitz ich auf dem Sofa. Du fährst mit Uber X, ich zur Arena in Hannover. Love Sosa Sample, Mark Forster Feature und der unvermeidliche Chiago. Es war ja am Anfang eigentlich so ein Joke-Ding. Und dann ist es halt auf einmal, also am Anfang hatten wir auch nicht vor, das rauszubringen. Und dann ist das halt irgendwie so eskaliert, sage ich mal, weil einfach die Leute darauf Bock hatten. Dann auf einmal kam es irgendwie schneller als gedacht, dadurch, dass dieses TikTok gepostet wurde von Marc. Und wir das da schon mal angeteased haben auf TikTok, hat es irgendwie so eine Welle losgetreten. Und dann haben wir halt uns noch, haben wir den Agu noch gefragt, ob er Bock hat. Und dann war das so das Trio, sage ich mal. Auf TikTok ging das Ganze dann auch komplett dumm. TikTok ist eh die Plattform of choice für Scott Cobain. Natürlich sind seine TikToks stellenweise auch mit Absicht komplett hängen geblieben, aber schon auch funny. Leute, ich habe heute meinen ganzen Arsch draußen. Ich habe bei seinen TikToks auch manchmal das Gefühl, der Dude gibt gar keinen Fick. Also wirklich gar keinen. Hi Leute, Thema Bremsstreifen. Bremsstreifen müssen normalisiert werden. Ey, ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt, erwartet man wahrscheinlich gar nicht und so, aber mit TikTok ist es wirklich so eine Hassliebe. Ich habe es erstmal richtig gehasst. Ich hatte gar keinen Bock auf die Scheiße, weil dadurch, dass ich ja schon so lange Musik mache, du brauchtest das nie, um irgendwie deine Fanbase zu bilden, musstest du jetzt nicht 100.000 Videos posten, bevor du einen Song rausgebracht hast. Von Anfang an habe ich eigentlich gesagt, ey, ich kann das nicht ernst angehen mit TikTok. Ich finde das so bescheuert. Ich kann auf keinen Fall jetzt hier auf Ernst irgendwie versuchen, ästhetische TikToks zu machen. Ich mache einfach meinen Scheiß und mache meine ironischen Sachen. Aber mittlerweile habe ich natürlich auch schon Spaß, weil ich da ein bisschen meine eigene Ecke gefunden habe, sag ich mal. Nach der TikTok-Promo-Phase für Ott nach Bayern gibt's jetzt den ganzen Song. Ich bring das Ott nach Bayern, ich bring das Ott nach Bayern, ich bring das Ott nach Bayern, ich bring das Ott nach Bayern. Ott nach Bayern ist eine klare Hommage an Lil Yachty's Poland. Aus dem Wok wird das Ott und aus Poland wird das Good Old Bayern. Ich bring das Ott nach Bayern. Die Idee, Poland zu Bayern umzudichten, hatte auch schon ein anderer TikTok-Rapper. Ich bring das nach Bayern. Gut, es ist halt der gleiche Satz. Ich persönlich checke nie so ganz, was bei Scott Cobain gerade genau abgeht. Ist das jetzt wirklich alles irgendwie random, was er macht, oder nicht? Ich habe euch gefragt, was ihr von seiner Entwicklung haltet und den Kommentar fand ich interessant. Fakt ist, Scott Cobain hat ein krank gutes Gespür für Sounds, Memes und Trends und ist saugut vernetzt. Aber gleichzeitig kann ich es gut verstehen, dass dieses Trendgehoppe auf viele so ein bisschen random wirkt. Scott selber sagt, er will sich halt einfach nicht auf einen Sound festlegen. Ich denke, ich bin da auch noch irgendwie ein bisschen am Anfang so von meiner Karriere, wo natürlich denke ich mir manchmal so, boah, jetzt so ein richtiger roter Faden und so, wo du richtig weißt, okay, das ist Scott Cobain, da habe ich mir voll lange so den Kopf zerbrochen, dachte mir so, ey, was ist halt, was macht mich aus und so, aber im Endeffekt bin ich dann so mäßig auf den Entschluss gekommen, ich mache das, was mir Spaß macht, so, und das, was mich ausmacht, also meine Musik ist halt meine Person, so, und da will ich mir auch gerade irgendwie gar nicht so diese Boundaries setzen und sagen so, ey, keine Ahnung, ich muss jetzt immer, ich habe jetzt angefangen mit Rage Style, ich ziehe das jetzt durch, oder ich habe jetzt sowas wie Elfbar, ich mache jetzt nur noch solche Songs. Irgendwie für mich ist das voll das Blessing, dass ich so diese Freiheit für mich habe. Das check ich ja auch voll. Ist ja auch einfach nice, wenn man einfach das macht, worauf man Bock hat. Da gehen halt dann vielleicht nicht alle jedes Mal mit. Dass er so viele Stile auch wirklich gut umsetzen kann, zeigt für mich, dass er vor allem beim Produzieren Talent hat. Mir macht das tatsächlich auch todesviel Spaß. Ich habe jetzt auch mit N6O auch so noch ein Projekt, was gerade am Machen ist, wo ich halt nur die Beats gemacht habe. Und ich könnte mir auch wirklich für die Zukunft vorstellen, dass ich da mal auch irgendwann mal Producer bin oder so. Also mal gucken, was da noch kommt. Ich habe auf jeden Fall Bock. Aber was denkt denn ihr, was bei Scott Cobain als nächstes ansteht? Wieder was komplett Neues, mehr so Stickle-Type-Sachen oder vielleicht à la Lil Yachty einfach ein Psychedelic-Rock-Album? Schreibt's mir in die Kommentare. Wer auch super memeable ist, aber auf eine ganz andere Art und Weise, ist Nizzy19. Unser Video über ihn findet ihr hier. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao und bis nächste Woche.